Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Heute kommen wir zum 8. Tag der Novene. Und da heißt es, ihr werdet großen Frieden und reiche Frucht ernten. Und ihr alle kennt dieses Gefühl, wie das ist. Man legt so in einem erfüllten Gottesdienst, legt man so alle seine Gnaden und legt man so alle seine Anliegen hier auf den Altar und meint, man hat sie da so sicher und gut abgelegt. Und kaum ist man aus der Kirche wieder draußen, dann hat man wieder alles bei sich. Alle Sorgen und Nöte, alle Krankheiten und Leidenden und halt alles, was man so mitträgt. Manche Leute legen es nicht auf den Altar, die fliegen dann bis Indien, um das loszuwerden. Und dann kaum sind sie wieder in Frankfurt auf dem Flughafen, dann spüren sie, ich habe alles wieder mitgebracht. Und das ist unser ganz großes Problem eigentlich, dass wir nicht wissen, wie gehe ich denn da damit um? Und dann kann man anfangen zu joggen. Ich renne einfach vor meinen Problemen davon. Oder ich spüle sie hinunter. Oder ich verdränge sie mit Fernsehen oder mit allem Möglichen halt. Und das ist heute, am 8. Tag, scheint es mir so etwas ganz Wichtiges zu sein. Denn wir haben natürlich alle auch irgendwie so ein Hirn, gell? Und da ist alles felsenfest einzementiert. Da ist alles ganz fix drin und das kriegen wir fast nicht mehr raus denn. Und deshalb heißt es heute, am 8. Tag der Novene, lenke dich ab, denn du hast einen scharfsinnigen Verstand. Lenke dich ab. Und mit was lenke ich mich ab? Ich habe es ja schon gesagt. Ich lege etwas hier auf diesen Altar hin, meine Anliegen, meine Sorgen, meine Nöte, mein Kreuz, Menschen auch. Dann lege ich das hin und dann müsst ihr euch das jetzt so vorstellen, dann wird es in meiner Seele, wie, da gibt es denn eine Leerstelle, da wird was frei in mir drin oder in meinem Hirn oder wo auch immer, in meiner Seele, in meinem Denken, in meinem Wissen, meinem Merken, in meiner Seele. Da wird denn was frei, ich habe es ja hier hingelegt. Ich habe es Jesus feierlich übergeben. Feierlich. Und jetzt wird in dir etwas frei. Und jetzt ist es ganz wichtig, was mache ich mit dieser freien Stelle? Die muss jetzt gefüllt werden. Und wenn du sie mit Welt füllst, also das heißt, ich lenke mich jetzt einfach mit allen möglichen weltlichen Sachen ab. Fernsehen und hat einfach das, was halt so, das Fernsehen ist da was ganz, ich glaube, ein ganz so plausibles Beispiel, gell? Da können ganz viele abschalten. Das passt auch irgendwie. Aber da komme ich dann wie auf andere Gedanken, denn da halte ich es dann auf einmal wieder aus, mein Problem. Aber ich löse es nicht. Ich werde nicht befreit davon. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass wir diese Leerstelle in uns, ich habe das auf den Altar gelegt, dass ich das mit etwas Göttlichem löse. Mit etwas Gutem, mit etwas Wahrem und mit etwas Schönem. Und nicht mit Welt, weil die bringt mir nichts. Und das Gute und das Wahre und das Schöne, das kann zum Beispiel sein Musik. Schöne Musik, schöne Ablenkung, schöne Musik hören, die mich so an Gott denken lässt. Einen schönen Spaziergang, die Freude, irgendwie mich an etwas zu freuen. Oder auch, ich möchte jemandem Freude machen. Zum Beispiel einen Besuch, Krankenbesuch, anrufen, einen Brief schreiben, Kranke besuchen, was auch immer. Und dann komme ich auf andere Gedanken. Und wisst ihr,
Ich sage jetzt ein anderes Beispiel, fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein. Sudoku. Das ist super. Vor allem, wenn man über 40 ist. 40 Jahre. Da muss man schon ganz langsam damit anfangen. Sudokus, jeden Tag eines. Aber wir haben so, und dann kann das aber wieder sein, gell, und wir fangen da damit an und so. Wir fangen da an mit diesem Rätsel, oder ich fange an bei meinem Tablet, habe ich auf einmal gemerkt, oh super, da gibt es ja tolle Spiele. Ich habe das einmal kennengelernt, so ein tolles Spiel. Das waren immer so Dominosteine, da musste man immer auf dem Computer so drauf tippen. Und das war richtig spannend. Und dann hat das Kind des Hauses hat gesagt, kriege ich es jetzt wieder? Dann habe ich gesagt, na, ich möchte noch eine Runde. Ich möchte noch den nächsten Level schaffen. Den nächsten Level möchte ich noch schaffen. Und da bist du denn wie gefangen drin. Da löst du kein Problem. Da kriegst du keinen Frieden. Sudoku oder sowas zum Spielen, gell, das ist toll. Aber es löst, wir werden da gleich so süchtig danach. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich das mit etwas Göttlichem löse. Etwas aus Liebe zu Gott machen. Damit ich auf andere Gedanken komme. Ja, damit ich abgelenkt werde. Damit ich nicht ständig mit diesem Problem beschäftigt bin. Und das ist dann etwas, wo man, ich lebe dann gar nicht mehr mein Leben. Ich lebe dann immer ein anderes Leben oder so. Das Leben von jemand anderem oder von, ja, ich lebe das Leben nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich richtig ablenke mit Göttlichem, mit Gott, mit meinem Nächsten. Und dann kann ich das, und ein anderes Beispiel, ich fange dann an zum Joggen. Und auf einmal bin ich schon so weit, dass ich sage, jetzt renne ich einen Marathon. Mit 78. Also es geht immer dann so in Extreme, wenn es nicht Gott ist, geht es immer in Extreme. Weil wir so eine wahnsinnig große Sehnsucht nach Liebe in uns haben. Und deshalb heißt es heute am 8. Tag, lenke dich ab, denn du hast einen scharfsinnigen Verstand. Und deshalb ist es schwierig für dich, das Übel zu sehen und gleichzeitig, auf mich zu vertrauen. Indem du dich von dir selber abwendest. Handle so in allen deinen Bedürfnissen. Handelt alle so und ihr werdet ständig große und stille Wunder sehen. Das schwöre ich euch bei meiner Liebe. Ich werde für euch sorgen, das versichere ich euch. Betet immer in dieser Haltung der Hingabe und ihr werdet großen Frieden und reiche Frucht ernten. Auch wenn ich euch die Gnade des Sühne- und Liebesopfers schenke, die Leiden mit sich bringt. Scheint dir das unmöglich? Schließe die Augen und sage mit ganzem Herzen, Jesus, sorge du. Und das finde ich, heute war das 8. Tag, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. So wie vor einigen Tagen, wo es geheißen hat, wird das Übel immer schlimmer. Du betest und es wird immer schlimmer. Und dann geben wir auf. Lasst uns jetzt ein, zwei Gesetzchen von diesem Hingabegebet beten und das so heute lernen, ich muss mich ablenken. Ich muss mich ablenken, aber richtig und in der richtigen Dosierung auch. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin.
Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen.